Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2. Hier immer noch im Tempel von Xian. Vor dem Gang des Grauens. Ja, wir haben im letzten Part hier aufgehört und das sieht ja wirklich sehr vertrauenserweckend aus. Sieht ein bisschen aus wie schwingende Handgranaten mit Stacheln dran. Für die restlichen werde ich es mir mal versuchen, etwas leichter zu machen, indem ich mich einfach mal langhange. Am Anfang wäre das ja nicht möglich gewesen, weil da diese Schrägen waren, aber zumindest hier kann ich somit zwei überspringen. Den dritten leider nicht, so wie es ausschaut. Aber auch hier kann ich es mir ein bisschen leichter machen, indem ich einfach hier zur Seite springe. Sehr gut. Nein, Drache, du hauchst jetzt erstmal nicht gruselig, denn erstmal wird gespeichert. Ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ich weiß nicht mehr, welche zuerst aufgemacht werden musste. Aber ich hoffe und glaube, dass es so richtig war. Oh je. Ich hoffe, das war richtig. Ja. Oh Gott sei Dank. Alter Schwede. Das Tor ist hinter mir auch wieder zugegangen. Holter die Polter und so weiter. Man hätte auch, glaube ich, sofort nach vorne springen können, aber das mache ich lieber in Ruhe. Alter. Ach ja. Ich nehme das Ganze übrigens heute am allerersten Dezember. Am allerersten, das klingt komisch, nein. Am 1. Dezember auf. Schon fast haben wir den ersten Advent. Und hey. Hier liegt eine goldene Drachenmaske. Ist ja stylisch. Ich überlege gerade. Ich glaube. Noch habe ich nichts falsch gemacht. Ich hoffe hier halt nicht, keinen Fehler zu machen, wegen ein paar Secrets. Da muss man halt ganz genau gucken, wie kann man sie sich holen, wann muss man sie sich holen. Und ich nehme eben eine andere Waffe. Obwohl, vielleicht hatte ich sogar noch meine Pistolen ausgerüstet, ich weiß es gerade nicht mehr. Okay, aber ich glaube, ihr kommt noch nicht, wenn ich erstmal nur hier bin. Aha. Schon stylisch, dieser Drache, oder? Ich finde ihn sehr stylisch. Und warum habe ich hier gar keine Hintergrundmusik? Das ist doch schade. Aber naja. Nanu. Ich dachte, ich werde hier sofort angegriffen. Aha. Wo denn? Ich höre euch. Okay. Hab ja genügend Fackeln, ne? Von daher, was soll's. Ah. Plattformen sind entstanden. Wie nett. Na komm, ich bin ja gar nicht so. Ich hab keinen Bock auf deine komischen Geräusche hier die ganze Zeit zu hören. Ich muss ja echt sagen, nochmal, die Fackeln halten hier echt lange in dem Spiel. Kein Vergleich zu Tomb Raider 3 oder 4. Ich glaube, in Tomb Raider 2 haben die Fackeln echt noch am längsten gehalten. Ich überlege gerade, kam man von hier nicht irgendwie schon nach oben oder so? Nee, das kam erst später, stimmt. Ich muss erstmal, glaube ich, nach unten tatsächlich. Ach, das ist schon wieder so lange her, dass ich Tomb Raider 2 gespielt habe. Echt, ey. Auch die letzten Aufnahmen sind schon eine halbe Ewigkeit her. Nein, hier sollte ich nicht einfach so rückwärts runter. Jedenfalls nicht jetzt. Erstmal gucken. Erstmal Looky-Looky machen. Achso, doch, da ist ja eine Plattform, auf der ich erstmal stehen kann. Okay, dann doch rückwärts runter. Hui! Ich hoffe, das war kein schlimmer Fehler. Aber ich denke mal nicht. Erster Sprung mit Anlauf, das sehe ich. Der zweite ist auch zwei Kästchen, muss auch mit Anlauf dementsprechend sein.
Genau. Und dann muss ich hüpf, hüpf, hüpf machen. Okay, dann machen wir doch mal hüpf, hüpf, hüpf. Ich hoffe mal, dass ich auch richtig rumlanden werde. Sonst wäre das ziemlich schlecht. Da speichern wir auf jeden Fall nochmal vorher. Jawohl. Und den Sprung schaffst du auch noch, Lara. Hey, hoppsa. Jawohl. Punkt Landung. Wirklich. Traumhaft. Traumhaft. Bravo, bravo, bravissima. Ach ja, überall diese Drachenzeichnungen an der Wand und so. Ich mag sie. Ich liebe Drachen. Obwohl es auch ein bisschen hier an die Midgard-Schlange erinnert. Wisst ihr auch warum? Weil es heißt ja, die Midgard-Schlange ist so groß, dass sie die ganze Welt umspannen kann und beißt sich dann hinterher selber in den eigenen Schwanz, um halt den Ring der Zerstörung praktisch komplett zu machen und dadurch die Welt vernichten zu können. Deswegen, da hier das Ende, die Schwanzspitze des Drachen zu sehen ist und dann direkt dahinter sein Maul, ne, das erinnert dann doch ein bisschen daran, würde ich doch jedenfalls mal behaupten. So. Ich denke aber, ich muss es doch mit Anlauf machen. Jawohl. Und da ist wieder eine Trampolinplatte. Das kann ja heiter werden. Nochmal speichern. Ich traue der ganzen Sache hier nicht. Lieber einmal zu viel speichern, als einmal zu wenig. Richtig? Ich würde sagen, richtig. Nein! 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 Ja, das war falsch. So sollte man es nicht machen, liebe Kinder. Das machen wir gleich nochmal. Mann, Mann, Mann. Ja, komm, lad schneller. Jawohl. Wenigstens haben wir jetzt wieder Hintergrundsound. Das ist doch auch eine feine Sache. Ich glaube, da kommt auch eine Kugel. Ich lebe noch. Ich habe mich schon gerade gefragt, wie kommt man denn jetzt eigentlich nach oben? Aber ich glaube, ich habe es gerade gefunden. Diese Trampolinplatte hier darf man nur nicht übersehen. Deswegen machen wir das doch auch mal. Jawohl! Sehr, sehr geil, meine lieben Freunde. Die Platte habe ich echt viele Jahre lang übersehen. Was war das denn gerade für eine Ansicht? Hilfe. Ozimoni. Warum ich das jetzt gerade so gesagt habe, das war eine Anlehnung an das Let's Play von Trumpeter 2 von TKJ7, beziehungsweise inzwischen heißt er ja Blutaro. Ich vergesse es immer wieder, es tut mir leid. Ach ja. Ich habe damals so gelacht, wie die Stelle kam und er das so gesagt hat. Oh, Simone! Das werde ich nie vergessen, ey. Deswegen sind also wahrscheinlich auch die Steine hier in der Mitte. Ich habe mich immer gefragt, warum die hier sind, weil die doch sinnlos sind, aber. Oh, nee. Nein. Wo denn? Da! Badam, 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 badam. Genau, so ist brav. Immer schön sterben. Ich mag ja eigentlich Adler sehr gerne, aber nicht hier in diesem Spiel. Hier seid ihr einfach nur nervige Scheißgegner. Tut mir leid, dass ich das mal so deutlich sagen muss, aber es ist doch nun mal so.
Was seid ihr denn auch hier und nervt mich? Das geht doch nicht. Hallo, jemand hier? Du siehst ja eklig aus. Aber naja. Du konntest dir wohl keine Schönheits-OP leisten, mein Freund. Ernsthaft, warum wurde dir so ein hässliches Gesicht genommen? Ich meine, okay, die Chinesen haben ja auch manchmal komische Masken bei Festen und sowas, aber trotzdem, das ist wirklich etwas gruselig. Dunkelheit. Da müssen wir auf jeden Fall speichern. Bevor mir vor allem mal sowas passiert wie bei Himalayan Mysteries. Wo ich ja mit dem Motorrad mal so Sprünge hinlegen musste und dann hinterher so, oh nein, warum habe ich jetzt noch nicht gespeichert? Weil ich dann doch wieder runtergefallen bin oder gestorben bin. Irgendwie sowas war da. Und ich glaube, uns wird jetzt sowas erwarten wie am Anfang von Tomb Raider 2, nämlich mit tödlichen Fallen, so Zackenwänden und so, die uns jetzt auf uns zukommen. Hier müssen wir uns etwas beeilen, glaube ich. Oh. Oder so. Ist auch nicht sehr viel besser. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst. Kann man mir vielleicht auch nachempfinden. Ich weiß es nicht. Naja, egal. Laufen wir los. Ach nee, das war falsch. Aber ich lebe noch. Ich lebe noch. Oh mein Gott. Ach, seht mal, wo ich gelandet bin. Ihr seid unten, okay? Ach, scheiße. Sind da jetzt also sogar zwei Tiger? Ich glaube ja. Na los, komm zurück. Ich nehme auch extra stärkere Waffen für euch. Was haltet ihr davon, ha? Huh? Ah. Na kommt. Kommt her. Hätte ich sogar das andere Gewehr nehmen können. Genau, und hier müssen wir jetzt die Drachenmaske nämlich einsetzen. Siegel des Drachen. Stylisch. Na los, an deinen Platz. Genau. Wie die Tür einfach mal aufging und erst danach das Türengeräusch kam. Wundervoll, wirklich. Einfach nur wonderful. It's a wonderful, wonderful life. Hallo, tödliches Messer, wie geht's dir denn so? Ich laufe mit dir und versteck mich hier, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht, du kriegst mich nicht, lass mich, tschö. Sicher ist sicher. Obwohl, das könnte ein Fehler sein, jetzt hier zu speichern. Erstmal rennen und jetzt hier drauf speichern. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Ich wollte jetzt auf gar keinen Fall vom Messer erfasst werden. Oh nein, nicht diese Scheiße hier. Scheiße. Wo ist der letzte Schalter? Wo ist der letzte? Da ist der letzte. Von oben kommt nämlich die Decke runter, deswegen... Hier, die echten Schalter zu erkennen, ist nicht immer so leicht. Ach komm, nimm, das wollen wir mitnehmen. Und jetzt raus hier. Puh. Oh, ich hatte ja endlos Zeit. Da war es wirklich einfach, das Medipack noch mitzunehmen. Ich weiß gar nicht, ob der andere Typ noch was hatte. Naja, aber wenn man hier echt zu langsam ist und die richtigen Schalter nicht von den Fake-Schaltern unterscheiden kann, hat man wirklich schlechte Karten. Boah, echt bis zum Grund runter. Eine sehr, sehr tödliche Falle. Krass, krass. Oh. Plantschikowski. Bin hingefallen. Ha.
Sowas aber auch. Sowas, sowas, sowas. Wer hätte das gedacht? Hep. Immerhin haben wir schon alle Secrets für dieses Level gesammelt, was mich sehr freut. Und hier gibt es jetzt ein interessantes Wasserrätsel. Und wisst ihr was? Weil ich ein riesengroßer Schelm bin, werde ich hier einmal den Part einfach schon beenden. Tja, so kann's gehen. Denn ich glaube, der ist einfach jetzt schon lang genug. Man muss die Parts ja nicht immer so unendlich lang machen. Und hier ist einfach gerade ein guter Punkt, um einen Cut zu setzen, finde ich. Wir hatten jetzt schon gut Action für diesen Part. Action. Wir hatten Uzzimuni, wir hatten coole Sprünge, wir hatten jetzt ein paar Fallen, wir hatten irgendwie von allem etwas, wir hatten sogar ein Gegnerchen. Und deswegen, ach, was heißt ein Gegnerchen? Wir hatten drei Gegner, ne? Den Adler und die zwei Tiger. Wir hatten vorher sogar noch Spinnen, die habe ich ganz vergessen schon, seht ihr mal. Und von daher, ich denke mal, das reicht und passt alles für diesen Part. Deswegen, ja, hoffe ich mal, dass ihr Spaß damit hattet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hier, denke ich mal, auch alle wieder, wenn es weitergeht mit dem Wasserrätsel hier. Und ja, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, einen guten Tag, einen guten Abend, eine gute Nacht, wann auch immer ihr das hier sehen solltet. Und ja, bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Eure Vampi. Ciao.